Was die Schwerkraft betrifft, weiß niemand, was es ist, denn es konnte noch nicht ermittelt werden, ob es ein atmosphärischer Druck ist, der den Apfel zu Boden fallen lässt, oder ob 230 Kilometer unter der Erdoberfläche, schätzungsweise auf halber Strecke, durch die Erdkruste hindurch sich nicht irgendetwas wie ein riesiger Magnet befindet, der ihn anzieht. Es ist also den Studierenden der Physik nicht bekannt, ob der Apfel, wenn er den Stamm des Baumes verlässt, zum nächsten Widerstand gezogen oder gedrückt wird. Wäre der Olaf Jansen ein Spinner, warum beschäftigte er sich mit den physikalischen Vorgängen seiner Innenweltreise? Hätte ein Spinner nicht mehr Wert auf die Ausschmückung seiner fiktiven Geschichte gelegt? Warum hat ihn die Geschichte nie losgelassen? Heute könnte man, mit viel Glück und Geschick, eine derartige Story vermarkten, doch damals. Aber eventuell hat er alles nur geträumt und glaubte irgendwie daran. Vielleicht war er verunglückt und in ein langes Koma gefallen und durch Zufall in das südpolare Meer gelangt. Sein Traum aus dem Koma war für Olaf Jansen Realität, und so glaubte er bis zu seinem Lebensende daran, es erlebt zu haben. Aber eine Frage bleibt dann noch offen. Und die stellt sich deshalb, weil Olaf Jansen vor langer Zeit lebte. Damals gab es die ersten Expeditionen in die Polarregionen, aber erst als Olaf Jansen schon ein alter Mann war, gab es den Wissensstand, den Olaf Jansen schon vorher vermittelte. Die Phänomene wie das verrückt spielende Magnetnadel oder der Süßwassergehalt an der Oberfläche geben zu denken. Die Landschaftsbeschreibung vom erst viel später entdeckten Franz Josef Land, der Verlauf der magnetischen Strömung in den Polbereichen, die damals eher weniger geläufig war, geben noch mehr zu denken. Die Beschreibung vom unmerklichen Einfahren in die Innenwelt, ohne die heutigen Kenntnisse von der Sichtbarkeit des Horizonts, sind dann wohl auch Zufall. Also könnte ja demnach Verrücktsein etwas mit Hellsehen und wissenschaftlicher Erleuchtung zu tun haben? Wie konnte sich Olaf Jansen ein derartiges Strickmuster für seine Geschichte zurechtlegen? Ich selbst habe da keine Ahnung und habe voller Zweifel nach dem Kapitän des Walfängers recherchiert. Denn hier haben wir die einzige Person, die nachprüfbar wäre. Und welch Aufwand musste man damals betreiben, um rauszubekommen, welches Walfangschiff sich nahe des Südpols zu gegebener Zeit mit benannten Kapitän aufhielt, um ein solches Lügengerüst aufzubauen? Selbst heute scheint das trotz Internet oder umfassender Lektüre unmöglich, aber ich fand jenen Angus MacPherson, eingetragen auf dem Schiff Skyrie im schottischen Hafen Portree. Er ist dort gelistet als 70-jähriges Besatzungsmitglied im Jahre 1881. Sein Vater trug den gleichen Namen und es war oft so, dass die Familien über Generationen hinweg zur See fuhren. Also wenn, dann muss der Vater jener Kapitän gewesen sein. Denn 1831 war der gefundene Angus MacPherson gerade mal 20 Jahre alt. Mehr gibt es leider nicht zur Bekräftigung jener unglaublichen Geschichte. So bleibt noch, was jener verrückte Olaf Jansen in seinen letzten Zeilen schrieb, um zu glauben oder auch nicht. Es ist jetzt eine Stunde nach Mitternacht, das neue Jahr 1908 hat begonnen und dies ist der dritte Tag, und endlich habe ich die Aufzeichnungen meiner seltsamen Reisen und Abenteuer abgeschlossen, die ich der Welt übergeben möchte, und bin nun bereit und verlange nach der friedvollen Ruhe, die, wie ich sicher bin, nach des Lebens Prüfungen und Wechselfällen kommen wird. Ich bin alt an Jahren und reif an Abenteuern und Leiden, reich aber durch die wenigen Freunde, die mich zu fesseln gewusst haben in meinen Ringen, ein gerechtes und rechtschaffendes Leben zu führen. Die Vorahnung, dass ich den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr erblicken werde, ist stark in mir. Somit beschließe ich meine Botschaft. Olaf Jansen. Und was bleibt als Ergebnis stehen, wenn man jetzt versucht, die Inhalte der sonderbaren Reise des Olaf Jansen in die Innenwelttheorie einzufügen? Einiges. So wäre da die Süßwasserbeschreibung im Nordpolarmeer von Olaf Jansen und auch anderen anerkannten Polarforschern zu nennen. In der Edda gibt es die Beschreibung von Hvergelmir, die ebenfalls von diesem Phänomen berichtet. Es steht dort, dass sich salzige wie süße Wasser in den Abgrund ergießen. Und so gewinnt die Edda an Farbe. Die in der Edda beschriebenen Riesen könnten dann die Überlebenden der Innenweltauseinandersetzungen sein. Der Rest musste auf die Obererde fliehen und bildete den Grundstock für unsere Hochkulturen der Vergangenheit. Also sind jetzt Nachkommen der Warnen,
Asen und Midgard-Bewohner auf der Erde und innen leben die Riesen, wie von Olaf Jansen beschrieben, in ihrer eigenen Welt. Das hört sich zwar alles unglaubwürdig an, aber es wäre die logische Konsequenz aus dem, was Olaf Jansen erzählte, und der Eta-Prophezeiungen für die Zukunft. Und dann wäre ja da noch das legendäre, fruchtbare Hyperborea der alten Griechen, in dem die Menschen ein so hohes Alter erreichen. Und auch die Tibeter und Inder wissen um die hohe Lebenserwartung in unserem Erdinnern. Da hatte der Olaf Jansen während seines Komas wohl gut recherchiert. Auch seine Mammuterscheinungen stimmen da nachdenklich. Immer wieder treffen Forscher auf Überreste der längst ausgestorbenen Riesenelefanten. Einige wiesen eine derart heile Struktur in den Permafrostböden Sibiriens und Kanadas auf, dass man ihr Fleisch den Schlittenhunden vorwarf. Wenige von diesen Urzeitriesen sahen aus, als wären sie gerade erst verendet. Meine Kenntnisse, was den biologischen Zerfall in den Permafrostböden angeht, sind zwar eher gering, jedoch finde ich es schon verwunderlich, dass diese Mammuts im Gegensatz zu Ötzi, der sogar im Eis lag, noch aussehen, als wären sie vor kurzem gerade noch herumgestampft. Zurück zu Olaf Jansen. Er beschrieb eine Besonderheit der sonst ganz normal lebenden Innenweltbewohner. Diese Besonderheit war die Kommunikation. Olaf Jansen starb 1908. Eine drahtlose Kommunikation war jenseits der Gedankengebilde jener Zeit. Aber auch gut, er hatte halt eine vorausschauende Fantasie. Gleiches gilt dann für die Magnetschwebebahnen und das elektrische Licht. Aber die Wege der zufälligen Gedanken sind ja unergründlich. Und Olaf Jansen war ja nicht der Einzige, der von einer Reise in die Innenwelt zu berichten weiß. Jules Verne fand seinen Eingang durch eine isländische Vulkanhöhle. Nicolas Klims nutzte den Eingang einer Höhle in Norwegen, um die Nachwelt auf eine Innenwelt aufmerksam zu machen. Aber auch der berühmte Edmond Halley, 1656 bis 1742, als Entdecker des gleichnamigen Kometen bekannt, glaubte an einen Hohlkörper Erde. Viele angebliche Eingänge finden in der Literatur ihren Platz, die den Weg in die Innenwelt weisen sollen. So war eventuell der Rattenfänger von Hameln einer der Innenweltbewohner, der seinen Durchgang zu nutzen wusste, denn die Kinder verschwanden mit ihm in einem Berg unweit von Hameln. Auch ließ die NSDAP nach Eingängen suchen und hatte dabei nicht nur die Höhlenforschung im Sinn. Es bestanden enge Kontakte in das damalige Tibet und man glaubte durchaus an eine Innenwelt, deren Eingänge man zu finden suchte. Denn viele Kreise aus der NSDAP waren esoterischer Natur und forschten ernsthaft nach dem Shambhala der Tibeter. Nahe Salzburg soll es gleich mehrere Durchgänge geben, in der heutigen Slowakei, in den Anden, im Mato Grosso in Brasilien, in Irland, in Mittelengland und an vielen anderen Orten dieser Erde. Man muss dazu sagen, dass die Beschaffenheit einiger Höhlen schon die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Teilweise sind die Wände derart geschliffen und parallel zueinander, dass man glauben könnte, sie wären künstlich geschaffen. Nur die wenigsten Höhlen sind bisher erschlossen. In der Mongolei schätzt man die Zahl der unerforschten Höhlen auf über 3000. Doch abgesehen von dem unglaublich klingenden Bericht eines Olaf Jansen und auch mal abgesehen von den mythologischen Hinweisen, die sich nun mal nicht beweisen lassen, bleiben die geologischen Fakten und Indizien für einen Hohlraum unter unserer Erdkruste, auch ohne einen weit gähnenden Nordpoleingang. Aus den beschriebenen geophysikalischen Gerüsten lässt sich allerdings eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Loch, jeweils am Nord- und Südpol herausleiten. Doch was sagt die Bibel zu dieser Theorie? Die Genesis müsste als erstes Kapitel dieses Weltbild beinhalten, wenn man der Bibel eine Relevanz zutraut. Und tatsächlich ist die Bibel voll von Hinweisen, die diese These unterstützt. Genesis, Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste, und schied das Wasser unter der Feste, von dem Wasser über der Feste. Hier kann man einen klaren Bezug zur Innenwelt ersehen, wie auch die erwähnte Trennung der Meere in Süßwassermeere der Innenwelt und Salzwassermeere der Oberwelt. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Ma'alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.